Herzlich willkommen in der Inspirata. Ich bin Enrico und habe das nächste Freihandexperiment für euch vorbereitet. Und alles, was ihr dafür braucht zum Nachmachen, das sind zwei kleine Kugeln. Wir haben hier die rote, das ist eine kleine, sehr leichte Holzkugel und von der gleichen Größe, aber deutlich schwerer, diese Metallkugel. Und dann braucht ihr noch ein Glas und ein paar Sonnenblumenkerne. So, und als erstes werft ihr die Holzkugel in das Glas rein. Oder muss ja keine Holzkugel sein, aber halt die leichtere Kugel werft ihr als erstes in das Glas rein. Dann kommen die Sonnenblumenkerne hinterher, möglichst ohne zu viel daneben zu kippen. Und dann kommt ganz oben drauf die Metallkugel. So, und was wir jetzt machen ist, wir schütteln das Ganze. Dafür habe ich mir hier diesen Deckel geholt. Und wir schütteln von oben nach unten. Und ihr könnt ja mal überlegen, was dabei passiert, wenn wir das machen. Das heißt, hier kräftig einmal schütteln, sodass sich wirklich alle Kerne bewegen. So, und was denkt ihr, was passiert, wenn wir das machen? Und wenn wir damit fertig sind mit dem Schütteln, dann seht ihr in dem Glas von oben die rote Kugel. Das heißt, die ist durch das Schütteln nach oben gekommen. Wir können die jetzt hier von oben wegnehmen. Und dann suchen wir mal vorsichtig nach der Metallkugel. Dazu benutze ich hier wieder meinen Deckel und kippe das Glas einfach von oben weg aus. Und wir gucken mal, da taucht die Metallkugel jetzt auf. Das heißt, die war so auf etwa der Hälfte des Glases nach unten gewandert. Ja, und wodurch passiert das? Der Effekt, der nennt sich Auftrieb. Und den kennt ihr schon, wenn ihr unser Video zur Müslibox geguckt habt. Ansonsten könnt ihr einfach hier oben auf das i einmal klicken und euch das Video nochmal anschauen. Und das liegt einfach daran, dass diese Holzkugel sehr groß ist und dabei sehr leicht. Das heißt, betrachtet man so einen Sonnenblumenkern und dazu die Holzkugel, dann ist, wenn man die auf die gleiche Größe reduzieren würde, die Holzkugel das leichtere Objekt. So, die Metallkugel natürlich wiederum viel schwerer. Man sagt, die hat die größere Dichte, weil sie bei der gleichen Größe eben viel mehr Gewicht hat. Ja, und wenn wir diese Sachen in Bewegung bringen und ihnen damit die Möglichkeit geben, sich zu sortieren, dann ist es immer so, dass Dinge mit großer Dichte sich nach unten bewegen und Dinge mit kleiner Dichte nach oben wandern. Und dadurch taucht unsere Holzkugel dann auf, fast so, als würde sie auf Wasser schwimmen. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr uns jetzt hier dringend abonnieren, damit ihr nichts Neues mehr verpasst. Und ansonsten könnt ihr noch hier auf der linken Seite unsere letzten Videos anschauen.